Ich hätte das echt nicht sagen sollen, von wegen, oh ja, das war ja deutlich machbarer als gegen Riesenzahn, ja, aber dieses kleine Sushi-Vieh, das macht uns gerade richtig fertig. Moin moin liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Pokémon Karmesin. Und ja, es ist erneut wieder nur Karmesin, nachdem wir die letzte Folge zwar gemeinsam aufgehört haben, weil wir ja bei Benny einen Raid mitgemacht haben, starten wir diese Folge ja wieder alleine, denn wir haben alle etwas anderes vor. Wenn sich Kevin nämlich hier in Azarilla noch etwas tummelt, werden wir hier unsere Zelte abbrechen und wir werden jetzt wahrscheinlich auch nicht in die Schule gehen. Den Unterricht können wir später mal machen. Das habe ich so mir überlegt, wir gehen jetzt nach Norden und zwar richtig weit nach Norden, aber nicht in Richtung Montanata, sondern ich möchte jetzt gern das letzte Herrscher-Pokémon machen, den Drachenherrscher-Orden, einfach weil ich gerne diese letzte Fähigkeit freischalten würde für meinen Koraidon, damit wir da durch sind und endlich alles an Movement-Skills haben. Das heißt, wir kümmern uns darum, auch wenn wir jetzt wieder ein bisschen unterlevelt dafür sind. War ich beim Pokémon-Center? Lass mich mal kurz gucken. Hab ich das vergessen? Nee, sehr gut. Genau. Wir sind zwar ein bisschen unterlevelt dafür, für das letzte Herrscher-Pokémon. Ich glaube, das ist so um die 50 rum, wenn ich mich nicht täusche. Aber wir haben es ja auch gegen Riesenzahn geschafft. Und der war deutlich über unserem Level damals. Wir haben es trotzdem irgendwie hingekriegt. Das heißt, ich bin einigermaßen confident, dass wir das jetzt auch gegen das Herrscher-Pokémon schaffen. Und wenn ihr den Kampf des Herrscher-Pokémons auch gerne aus einer anderen Perspektive betrachten möchtet, dann könnt ihr jetzt in der Folge, glaube ich, auch bei Benny reingucken. Ich glaube, er hat den gleichen Plan. Aber wir haben uns trotzdem entschieden, dass wir hier eigene Dinger drehen und nicht mit in die gleiche Lobby gehen, weil bei einem Herrscher-Pokémon ist ja eigentlich Quatsch. Das sollte jeder für sich machen. Aber vielleicht verbringen wir danach noch ein paar Minuten Zeit miteinander. Aber erstmal kümmern wir uns um die Baumschmuserin hier. Lass uns kämpfen, umgeben von all der erholsamen Natur. Na dann, lass knallern, Eva. Eine Vipitis. So, wir müssen jetzt mal unsere Knabos ein kleines bisschen pushen hier. Oh, Was hatten die für ein Level? Gar nicht hingeguckt. Das war jetzt irgendwie zu leicht. Ja, okay, gemessen daran, was wir hier an EP kriegen, war es wahrscheinlich nicht sehr high level. Ich fühle mich überhaupt nicht erholt, ja. Musste mal Yoga-Retreat machen. Kann das überhaupt jemand aussprechen? Ich glaube nicht, oder? Das ist hier unser Kristall. Schade. Hätte auch mal wieder Bock auf einen coolen Raid. Also einen coolen Raid zu hosten. Nicht einfach nur mitzumachen. Aber bei mir sind in letzter Zeit einfach keine coolen Raids mehr. Kennst du Enigmara, die total angesagte Streamerin? Ich möchte ja nein sagen, aber ja. I know her. Unfortunately. Ein Traummagie Level 53. Lass mal ein Gedankengut raushauen hier. Oh boy. Wenn wir das überhaupt noch durchkriegen. Ja. Ist aber die Frage, ob sich das jetzt... Ist Juwelenkraft eine spezielle Attacke? No risk, no fun, sage ich immer, liebe Freunde. Oh, Phantomkraft, okay. Wir haben halt leider nichts, was wir so richtig effektiv jetzt dagegen einwechseln können, ne? Gegen Phantomkraft. Skelokrok wäre eine ganz schlechte Idee. Wir könnten es höchstens mit Knattertox probieren. Das hat ja auch ein bisschen Balk und dann wieder auf unsere Terra-Kristallisierung gehen. Das halte ich für eine Möglichkeit. Denke mal nicht, dass es die Phantomkraft jetzt hier komplett ausnockt. Nee, okay. Okay, gut, dann versuchen wir unsere Gewissheitstaktik. Und mal schauen, ob die uns Gewissheit bringt. Entschuldigung, tut mir leid. Ja, Sichlor, guck's dir genau an. Sei froh, dass du nicht Teil seines Teams bist. Das heißt aber auch, dass wir wahrscheinlich nochmal zum Pokécenter müssen, bevor wir
den Boss anfangen, sonst haben wir keine Terra-Kristallladung übrig und das wäre ganz schlecht. Wow, come on! Ach, komm schon! Uncool. Uiuiuiui. Ist die Frage, verletzt uns jetzt der Giftschleim nochmal, auch wenn wir jetzt hier das letzte Pokémon besiegen von ihm, also quasi das einzige? Nee, wir kriegen EP. Oh, huh, das war close. Ja, Emilio, da darf man auch mal applaudieren, also muss ich sagen, hast du gut gemacht. Gegen einen Trainer zu kämpfen, der einige Level drüber ist, ist tatsächlich anspruchsvoll. Wieder was gelernt. So, lasst mich mal gucken. Das nächste Pokémon Center ist hier. Das ist natürlich nicht gerade um die Ecke, ne? Aber es hilft ja alles nichts. Wir müssen unseren Orb wieder füllen. Das brauchen wir. Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den brauchen werden. Ja, bitte. Wieder fit machen. Bin auch noch am Überlegen, welches Pokémon ich gegen den Herrscher am besten einsetze. Aber ich schätze mal, dass wir da, wie bei Klibbe schon, mit Pamomamomamo sehr gute Karten haben könnten. Nein, was? Ich war doch gerade da. Also das wäre, glaube ich, ein Versuch wert, auf Pamomamomamo zu gehen. So, die Dame hier haben wir schon besiegt, sehr gut. Bisschen Arbeit weniger zu tun für uns. Oh, nein, Funpi. Level 28, nee, das kriegen wir ja nicht mal runtergehittet, ohne dass wir es besiegen. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht von der Zeit her und fangen können wir es auch nicht, weil wir es sowieso besiegen würden. Oh, Zauberblatt. Siehst du, da fällt mir ein, ich wollte doch mal wegen der Psychokinese schauen. Da können wir auch gleich mal gucken, ob jemand Zauberblatt erlernen kann, sinnvollerweise. Weil es ist, glaube ich, gar keine schlechte Attacke. Wo ist es denn? Hallo? Hä, bin ich dran vorbei? Wartet mal. Psychokinese, hier ist Psychokinese. Das kann auf jeden Fall... oh ja, das kommt mir mal sowas von über einen Spezialangriff. Dann ist es auch eine deutlich bessere Attacke als Psychoschock. Also 10 besser quasi. Aber besser ist besser, ne? So, wo haben wir denn jetzt hier Zauberblatt? Bin ich blind? Ich habe es doch gerade aufgesammelt. Ach, hier. Ah, es kann leider nur von Tenterra erlernt werden. Aber es wäre immerhin schon mal ein Fortschritt, weil momentan haben wir ja gar keine Pflanzenattacke auf Tenterra. Was ja auch ein bisschen Quatsch ist. Wobei ich würde als Pflanzenattacke eigentlich gern Gigasauger lernen, aber ich weiß nicht, wo ich das herkriege. Wir nehmen es erstmal mit. Wir machen Pilzspore weg, auch wenn das, wenn wir damit Tenterras Fähigkeit irgendwie nutzlos machen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist Tenterras Fähigkeit sowieso nutzlos. Ist leider so. So, ich weiß, ich habe gesagt, ich skippe keine Trainer, aber ich werde jetzt meine Regel brechen, weil ich möchte eigentlich nicht nach jedem Trainer jetzt hier wieder zum Pokécenter rennen müssen, weil die sind uns ja alle überlegen. Und ich hoffe einfach mal, dass wir irgendwann wieder zurückkehren in dieses Gebiet. Aber ich möchte jetzt auch nicht ewig brauchen, bis ich da bei diesem Herrscher-Pokémon bin, deswegen... gehen wir da jetzt einfach straight hin, nehmen natürlich die Items auf dem Weg dahin mit. Aber lassen uns jetzt hier nicht mehr in Trainerkämpfer verwickeln. Dafür haben wir jetzt einfach keine Zeit mehr. So, würde ich sagen, tauchen wir ab ins kühle Nass. Des Calderosees. Oh, Telefon. Wer kann das wohl sein? Hey Matze, der Herrscher der Drachentäuschung soll sich irgendwo in diesem See befinden. Aber niemand hat ihn je zu Gesicht bekommen. Ich stelle mir richtig furchterregend vor.
Aber wir können schlecht nach ihm suchen, wenn wir nicht wissen, wie er aussieht. Wäre echt praktisch, wenn er einfach zu uns kommen und sich als Herrscher vorstellen würde. Ja. Das wäre so einiges. Wäre das praktisch, aber... Das Leben ist kein Wunschkonzert. Habe ich gehört. Ah, ist gar nicht so leicht, hier im schnellen Schwimmen die Federn mitzunehmen, die auf dem Wasser schwimmen, aber egal. Müssen nur gucken, dass wir hier nicht von Akilusa angegriffen werden. Die sind nämlich echt schnell im Wasser. Der Kollege sah gerade kurz shiny aus. Da musste ich dann doch noch mal ganz kurz innehalten hier. Nicht, dass wir ein shiny verpassen. Hey, war da gerade noch ein Item? What? Ihr habt das auch gesehen, oder? Ihr war doch gerade noch ein Item. Niggi, bist du der Herrscher? Ragi. Vielleicht hätte ich paar Mamo auch von ranstellen sollen, wenn ich es schon verwenden will, ne? Du kannst mich gerne verhöhnen, aber ich plane gar keine Attacke gegen dich einzusetzen. Ich möchte dich fangen. Tauchball. Auf oder im Wasser? Naja, es ist ja nicht auf oder im Wasser, wenn man mal ehrlich ist. Ich weiß auch nicht, ob es ein Wasser-Pokémon ist, dieses Sushi-Nigirage hier. Wir nehmen einfach mal einen Hyperball, was soll's. Passt ja auch farblich ganz gut gegen für das gelbe Nigirage. Müsste natürlich auch drin bleiben. Wow. Also ja, es ist sehr effektiv, aber wow. Das hat ja mal reingekickt. Gut, dass wir es gefangen haben. Sheesh. Ja, wir sollten, glaube ich, hier wilde Pokémon nicht auf die leichte Schulter nehmen, ne? Seine Beute sind hauptsächlich Vogel-Pokémon. Da es sich in seiner eigenen Schwäche bewusst ist, jagt es zusammen mit einem Partner. Das ist natürlich äußerst clever von Nigiragi, muss ich sagen. Das muss ich sagen. So, Pamomomamomamo, it's your time to shine. Das ist aber ein fettes Nigiragi. Schmecken lassen. Und da sehen wir auch schon den Partner, mit dem Nigiragi gerne kämpft. Es ist ein Hereshai oder Herashai. Es ist immer. Ich habe schon viele Möglichkeiten gehört, wie man es ausspricht. Ich glaube, keine davon ist so wirklich richtig. Aber der Quirk von Hereshai, wenn Nigiragi in seinem Maul ist, ist tatsächlich, dass alle Stats um 2 Stufen geboostet werden. Und das ist schon eine Ansage. Also es erhöht sich ja damit alles. Verteidigung, Spezialverteidigung, Angriff, Spezialangriff und Initiative. Das ist schon eine Hausnummer, muss ich sagen. Das Gute ist, wir sind hier schneller. Nichtsdestotrotz werden wir Pamomamomamo jetzt wahrscheinlich opfern müssen. Ich würde auch mal noch nicht auf die Terra-Kristallisierung gehen. Vielleicht brauchen wir die ja im zweiten Kampf. Ich denke, die restlichen KP kriegen wir schon irgendwie weg. Pamo, es war mir eine Ehre, mit dir gekämpft zu haben. Es tut mir leid, dass ich dich hier so vom Schlachtfeld nehmen lassen muss, aber wir bedanken uns für dein Opfer. So, kann ich mal ganz kurz gucken, was hast denn du für eine Initiative? Weil wir waren ja schneller. 124. Da müsste ja theoretisch Tentera auch schnell genug sein, oder? Gegen Hereshai. Die dicken Pokémon sind ja meistens nicht so schnell. Yes! Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Da taucht er ab. Wo ist eigentlich Pepper? Tschüssi, schön war's. Oh, ich kann Kevin bis hierhin gerade jubilieren hören. Es hat sich endlich sein Knabon zu einem Azuglades entwickelt. Und damit dürfte sein Team, glaube ich, zumindest so wie er sich es am Anfang gedacht hatte, komplett sein.
Glückwunsch geht an der Stelle raus. Freut mich, dass er es geschafft hat. Es ist ja tatsächlich... Azugladis kann man es relativ spät entwickeln, weil man halt die Fatalitätssplitter braucht. Deswegen ist ja auch ein Azarilla vorhin so blitzschnell an uns vorbeigezischt, weil er halt einfach nur weiter wollte zu diesen Fatalitätsansammlungen oben bei den Ruinen. Aber schön. Sehr schön, dass es bei ihm geklappt hat. Das heißt, der nächste Kampf, den wir irgendwann austragen werden, der wird definitiv gegen Kevin auch mal einen Zacken schwerer werden. Und das ist natürlich schon eine Sache, weil wir haben ja gegen Kevin das letzte Mal schon ordentlich gestruggelt. Ich denke, das wird nicht ganz einfach werden. Ich glaube nämlich, dass wir bei Kevin das letzte Mal nur so... Was? Achso. Dass wir bei Kevin das letzte Mal nur so gut klargekommen sind, weil er halt viele Pokémon hatte, die noch nicht entwickelt waren. Was uns zum Vorteil verholfen hatte. Aber das hat sich jetzt natürlich geändert. So, sag mal, wo ist denn der hin? Ist er das? Nee, das ist ein Arctilas. Hallo? Muss ich jetzt den ganzen See absuchen? Oh! Ist er das? Ist er das? Pamo kann schwimmen? Leute, ich bin gerade irritiert und beeindruckt zugleich. Normalerweise kriegen die Pokémon ja so ein... Keiner von denen ist der Herrscher, oder? Sonst hätten wir jetzt schon Cutscene getriggert. Normalerweise kriegen Pokémon ja so einen aufblasbaren Untersetzer, wenn sie im Wasser kämpfen. Aber Pamo kann schwimmen. Das ist ja voll nice. So, wo ist denn der jetzt, der Kollege? Sag mal. Hello. Habt ihr einen dicken Fisch gesehen, der Sushi gegessen hat? Liebe wilde Pokémon. Alter, wie viele Federn liegen denn? Oh, das war kein Item. Was? Ach, ist da das Niki Niki Naki? Ach, da ist er ja! Ach, der hat's wieder ausgespuckt. Okay. Ist jetzt Niki Ragi der Herrscher oder Heresai? Oder beide? Matze, du konntest das Herrscher-Pokémon also aufspüren. Sieh dat. Das ist also der Herrscher der Drachentäuschung. Was für ein riesiger... Drache. Moment mal, ist das nicht ein Fisch-Pokémon? Hm? Richtig. Aber wird es dadurch zum Drache? Also, ernst gemeine Frage jetzt. Ich dachte, es kriegt nur einen Step-Boost, aber damit wird es doch nicht zum Typ Drache, oder? Ach so, das hat der Terra-Typ Boden. Ach, stimmt ja. Ah, das ist leider gar nicht so sinnvoll. Ich glaube, Terra-Typ Elektro wäre an der Stelle jetzt deutlich besser gewesen. Aber es ist wieder sehr schön, dass er nur auf Schlaraffel geht von Pepper. Das finde ich äußerst zuvorkommend von Heresai. Oh, jetzt geht er auf uns, glaube ich. Ja, das hat er gehört. Wir dürfen das nicht laut sagen. Aber es spielt tatsächlich gerade ganz clever. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich an der guten AI liegt oder ob es einfach Glück ist, dass es passt. Aber durch seinen Rutschlag, den er hier macht, wobei es auch nicht die beste Attacke ist, können wir auf jeden Fall gut austeilen hier mit Pamomamomamo. Und er scheint sich für eine Wechseltaktik entschieden zu haben. Einmal Pamomomamomamo und dann wieder Schlaraffel.
Bringt ihm aber leider nichts, denn mit dem nächsten Donnerzahn hat sich's erledigt mit dem Drachentäuschungsherrscher. Tschüss, Ade, es war uns ein Fest. Das war deutlich machbarer als der Riesenzahn, muss ich sagen. Aber ich glaube, wir waren halt einfach auch vom Level her deutlich näher dran, muss man halt auch sagen. Wir haben es geschafft, Matze! Jetzt, wo das Herrscher-Pokémon besiegt wurde, können wir uns das Geheimgewürz schnappen. Ja, los, let's go. Huch. Noch eins von denen? Ich dachte, die wurden alle aufgefressen. Nini. Nigiragi. Oh oh, es scheint irgendwas vorzuhaben. Habe ich mich zu früh gefreut? Ah, Nigiragi ist der Drache. Ich dachte mir doch sowas. Oh weh, da bringt Donnerzahn gar nicht so viel. Wir haben aber auch... Wir haben weder was gegen... Also weder ein Feen-Pokémon noch ein Eis-Pokémon, um irgendwas gegen Drache auszurichten. Das heißt... Wir müssen da jetzt irgendwie anders durchkommen. Ich meine, es macht uns jetzt auch nicht viel Damage, ne? Es wird halt wieder so ein Low-Fight werden wahrscheinlich. Komm, wir probieren mal einen Nahkampf. Damit senken wir zwar unsere Verteidigung, aber wir werden auch ordentlich auspacken. Uiuiui. Das möchte ich aber nicht abkriegen. Ich glaube, wir nehmen ein paar Mamo jetzt mal aus der Schusslinie hier. Sonst wird das relativ schnell gefährlich für ihn jetzt. Ich möchte ihn nicht schon wieder am Schlachtfeld sterben sehen. Das hat mich so berührt. So, was haben wir denn hier? Wir gehen einfach mal wieder auf Knattertox. Das ist gerade meine To-Go-Auswahl zum Einwechseln. Einfach weil es hat halt hohen Balk und mit dem Stahltyp eine gute Verteidigung. Also eine generell guten Typenverteidigung. Außer natürlich gegen sowas. Das ist jetzt eher schlecht. Bin ich mir jetzt nicht mal sicher, ob ich auf die Terrakristallisierung gehen will. Ich wollte ja eigentlich auch noch einen Gangwechsel machen, aber wenn das natürlich mit einer Lehmbrühe angreift... Ah, shit. Ja, natürlich kritt jetzt auch noch. Ich meine, es wäre so weg gewesen. Ah, shit. Okay, dann müssen wir Agilusa probieren. Der hat ja... Agilusa hat sich ja durchaus auch schon bewiesen. Hatte... Oh, Pepper hatte nur Schlaraffel? Wirklich? Hm, das ist natürlich jetzt schade, weil jetzt kriegen ja wir die ganze Hucke voll. Ha! Oder auch nicht. Haha, daneben. Du Null. Oh, das macht aber gar nicht mal so viel Damage. Gehen wir auf eine Abspaltung. No risk, no fun, würde ich sagen, ne? Was schon das Schlimmste, was passieren kann. Ei. Okay, das ist wirklich schlimm. Wobei wir auch unsere Initiative erhöhen, ne? Angriff steigt stark, Spezialangriff und ich glaube auch die Initiative. Das heißt, wir dürften jetzt schneller sein. Jetzt ist die Frage, war der Genauigkeitssenkung genug, damit die Attacke jetzt daneben geht? Daran hängt es jetzt. Komm schon, triff! Ernsthaft? Ach, Agilusa, du enttäuschst mich. Ach Mann. Wegen einmal Genauigkeit sinken, ne? Deswegen ist hier gleich alles am eskalieren. Kommt in Terra. You can do it. So, wir bekämpfen Feuer mit Feuer. Chaka. Na, wie gefällt dir das? Jetzt triffst du nämlich nicht mehr, mein Freund. Ah, nee, das war die Initiative. Verwechsel ich aber immer wieder, ne? Oh. Baby, don't hurt me. Leute, wir werden gerade richtig hart auseinandergenommen. Das Problem ist, Gelokrok und Knarboss haben ein richtig dickes Problem, wenn wieder eine Lehmbrühe kommt. Theoretischerweise auch Pamomomamomamo. Mal gucken, ob das was bringt.
Ich hätte das echt nicht sagen sollen, von wegen, oh ja, das war ja deutlich machbarer als gegen Riesenzahn, ja, aber dieses kleine Sushi-Vieh, das macht uns gerade richtig fertig. So, Pamomomamomamo, du bist jetzt meine letzte Hoffnung, weil nichts gegen Knarvos und Skillokrok, aber ich glaube, die sehen nicht viel Land gegen Nigiragi. Komm schon. Nein, aber du bist schneller, oder? Ja. Oh, ja, ja, nice. Oh nein, Initiative sinkt. Okay, passt auf. I'm gonna do what's called a pro-gamer-move. Ich nehme jetzt Pamomomamomamo raus, weil damit negiere ich den Initiative-Nerf, den wir gerade bekommen haben. Tut mir sehr, sehr leid, Knarvos, aber du musst jetzt als Opfer herhalten. Wobei, du lebst ja noch. Vielleicht bist du ja sogar schneller. Na, siehste. Bist gar kein Opfer. Schaffst es einfach selber. Sehr gut. Nee, aber sonst hätten wir Pamo Mamamo wieder reinbringen können. Wären definitiv schneller gewesen als Nigiragi. Und hätten es auch noch besiegt. Aber wir haben es geschafft. Du besiegst das Herrscher-Pokémon Nigiragi. Und oh boy, what a ride. Kriegen natürlich jetzt leider viele Pokémon keine Erfahrungspunkte für den Kampf, aber ich bin gerade einfach nur froh, dass wir es geschafft haben. Puh, das war nicht schlecht, Matze. Also waren die beiden zusammen der Herrscher der Drachentäuschung? Ja, sieht so aus, ne? Der Drache war Nigiragi und die Täuschung war Heresai. Ein wahrhaft teuflisches Duo. Was uns dann doch nochmal ordentlich eingeheizt hat, muss ich sagen. Also, Props gehen raus an Niginaginugi. Hier muss es sein. Und tatsächlich, da steht es, das letzte Geheimgewürz, was uns noch fehlt. Und ich will ganz ehrlich sein, es geht mir hier nicht nur darum, die neue Fähigkeit für Koraidon zu erhalten, sondern es geht mir natürlich auch darum, Mastiffioso wieder laufen zu sehen und wieder auf die Beine kommen zu sehen. Das fast noch ein bisschen mehr als die Fähigkeit, ehrlicherweise. Ein scharfes Geheimgewürz, na, das passt ja zum Drachen. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Scharfes Geheimgewürz verbessert den Stoffwechsel. Es treibt den Kreislauf an, damit man stark schwitzt und so Giftstoffe aus dem Körper schwemmt. Leute, so funktioniert das nicht. Also, haltet euch fern von irgendwelchen Detox-Kram oder sonst irgendwas. Außer Digital Detox. Das ist tatsächlich etwas, was gut funktioniert. Hat aber eher was hiermit zu tun. Mit der Psyche. Aber irgendwelche Detox-Saftkuren, Leute, lasst es sein. Und auch scharfe Gewürze bringen nichts. Scharfes Essen ist tatsächlich gesund, aber nicht auf diese Art und Weise. Dann bereite ich mal das Essen vor. Yes, please. Sorry, dass du warten musstest. Hier ist Peppers Power Sandwich. Perfekt abgeschmerzt mit dem abgeschmeckten letzten Geheimgewürz. Gönn dir! Mach ich. Firma Dank, Pepper. Uiuiuiuiuiui. Das sieht tatsächlich nicht aus, als würde ich das essen, wenn ich ehrlich bin. Holy moly. Das scheint wirklich scharf zu sein. Ah. Aber ich weiß schon, wem ich es geben kann. Oh, dieses Sandwich ist ja so lecker. Was? Oh, Koraidon, du möchtest dieses völlig überkrass scharfe Sandwich haben, was mir meine Geschmacksnerven zerfetzen würdet? Na gut. Wollen wir mal nicht so sein. Bitteschön. Na, scharf, hä? Entschuldigung. Ah, geil, Reittechnik klettern. Das ist tatsächlich auch eine meiner Favorite-Reittechniken. So, Mastiffioso, wenn du bei der Schärfe jetzt nicht auf die Beine springst und wie von der Tarantel gestochen losrennst, dann weiß ich auch nicht. Oh, das sieht aber auch traurig aus. Damit wird es dir bald besser gehen. Matze und ich haben uns dafür richtig... Das stimmt. Das stimmt wirklich. Wir haben Leib und Leben riskiert hier. Alles wird so wie früher. Du wirst schon sehen.
Dann spielen wir wieder ganz viel Ball zusammen. Wir spielen so viel, wie du willst. Och, Mensch. Werd bitte wieder gesund. Mehr wünsche ich mir doch gar nicht. Ich gebe ehrlich zu, ne, ich habe Peppa am Anfang für irgendeinen Faktart gehalten. Sorry für meine Wortwahl, aber ich habe gedacht, das ist irgend so ein Spaten. Aber ich habe mich ja richtig hart getäuscht. Also Peppa ist einfach genial. Peppa ist Freundschaft, das ist wahre Freundschaft. So, jetzt spannt uns doch nicht so auf die Folter. Hat's Mastifioso geholfen oder nicht? Mastifioso, du hast wirklich alles gegeben. Es ist okay, ich bin stolz auf dich. Hat's nicht funktioniert? Ach, Peppa. Huch. Jawohl. Sieh sich das einer an. Oh mein Gott. Oh. Peppa, genau das. Ich fühle das gerade. Oh mein Gott. Oh, das Mädel sogar mit dem Schwanz, ist das niedlich. Wow. Ohne Witz, Leute, das war, glaube ich, eine der geilsten Szenen bisher in irgendeinem Pokémon-Spiel. Also das war richtig, das ist so ein guter Story-Arc mit Peppa, das ist richtig krass. Aber wir müssen leider erstmal telefonieren. Hallo Matze, hier spricht Antiqua. Was ist denn los? Koraidon scheint bis auf seine Kampfkraft all seine ursprünglichen Kräfte wiedererlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt auch Wände hinauf und hinunterklettern, während du auf ihm reitest. Oh yeah. Oh yeah. Jetzt gibt es keine Hindernisse mehr für uns. Wir können überall hin, wo wir wollen. Geil. Jetzt ist die Open World so richtig open. Es war die richtige Entscheidung, es in deine Obhut zu geben, Matze. Pff, für wen hältst du dich eigentlich? Diese Stimme. Peppa, bist du das? Ich wollte dich die ganze Zeit kontaktieren. Außer dir kann schließlich niemand das Labor betreten. Im Ernst? Bitte begib dich zusammen mit Matze zum Leuchtturmlabor am Kutscheriko-Pfad. Wenn ihr dort angekommen seid, melde ich mich wieder. Was ist denn los? Peppa scheint nicht sehr freudig zu sein über den Anruf seiner Mutter, muss ich sagen. Wenn da mal nicht noch ein emotionales Desaster auf uns wartet. Wobei, das mit Mastifioso ist ja kein emotionales Desaster, das ist ein emotionaler Freudensprung. Vielleicht weißt du es schon, aber das gerade eben war meine Mutter. Oh, habe ich das gespoilert? Ja, aber das wusste ich wirklich schon. Sorry. Sie war immer nur mit ihrer Forschung beschäftigt und nie zu Hause. Ich hatte ihre Stimme seit Jahren nicht gehört. Und jetzt soll ich plötzlich den Laufburschen für sie spielen? Das soll wohl ein Witz sein. Aber du und Koraidon, ihr wollt doch bestimmt dahin, richtig? Ich koche vor Wut, aber weil du es bist, mache ich es trotzdem. Das Labor ist im Leuchtturm am Kutscheriko-Pfad. Erinnerst du dich noch daran? Da, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Ich erinnere mich tatsächlich noch dran. Das war das, als ich dir die Dumbarts-Einstufung gegeben habe. Völlig fälschlicherweise. Geht schon mal vor, wir kommen nach. Ach. Entschuldigt, Leute, ich muss mich hier immer mal kratzen. Der Heuschnupfen kickt gerade voll bei mir rein. Warst du das wirklich? Da kann ich Peppa aber auch irgendwo verstehen. Also wenn sie sich wirklich jetzt jahrelang nicht bei ihm gemeldet hat, was ja eigentlich schon ein bisschen assi ist, und jetzt plötzlich von ihm einfach so ihm Anweisungen gibt, mach dies, mach das, da würde ich auch erstmal eine Trotzreaktion verfallen, glaube ich.
Naja, aber wir verfallen auch in eine gewisse Trotzreaktion, nämlich in die Reaktion, dass wir die Folge an dieser Stelle beenden, denn wir sind schon wieder über der Zeit und ich würde sagen, wir ziehen es jetzt hier auch gar nicht unnötigerweise noch weiter in die Länge. Ihr habt schon gesehen, ich bin gerade ein wenig geklettert. Das war mir wichtig, dass ich das nochmal ausprobiere. Aber ansonsten sind wir mit dem Pfad der... Was war's denn? Lasst mich mal ganz kurz auf die Map gucken, um zu verschleiern, dass ich vergessen habe, wie dieser Pfad hieß. Genau. Wir sind mit dem Pfad der Legenden tatsächlich durch. Das heißt, wir müssen jetzt zum Kutscherico-Pfad gehen, aber davon würde ich jetzt erstmal absehen, denn wir haben ja noch ein paar andere Sachen zu tun. Wir haben noch zwei Arenen vor uns und wir haben auch noch zwei Team Star-Bosse vor uns, die noch besiegt werden wollen. Und ich würde sagen, das machen wir, bevor wir uns auf den Kutscherico-Pfad zurückbegeben. Aber alles machen wir nicht mehr in dieser Folge, denn die ist jetzt, wie gesagt, vorbei. Leute, es war mir ein Fest. Wir haben den letzten Herrscher besiegt. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Es war ein knappes Ding, aber wir haben es geschafft. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lasst, würde ich sehr, sehr gerne nehmen, wenn ihr da eins übrig habt. Nach oben wäre natürlich perfekt. Und ansonsten sage ich nur, ich wünsche euch einen fantastischen Sonntag. Macht's gut und haut rein.